Tja, jetzt könnte ich hier auch ein Rezept zeigen. Ich habe ja alles schon hingeschrieben. Aber ich sagte ja schon mal, also nur Rezepte zu zeigen, das bringt nicht viel. Schaut hier, ich habe hier eine sogenannte Linearfaktorenform und kann daraus die Nullstellen ablesen, also aus einer offensichtlich späteren quadratischen Gleichung. Ich kann die auch ausmultiplizieren, dann sieht sie so aus, wie das Rote hier. Und dann sieht man ja P und Q, dann kann ich eine PQ-Formel erklären und so weiter. Aber das führt dann zu entsprechenden Nullstellen, das kann ich skizzieren und so weiter. Aber ich glaube, das geht viel einfacher, wenn ich euch das Schritt für Schritt erkläre, wie sich das entwickelt, so wie ich es im Unterricht ja auch mache und deswegen auch die Live-Mitschnitte. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man dann sagt, jawohl, ich hab's verstanden. Ich werde dann auf solche Videos und Playlists verweisen. Von hier aus, von diesem Video. Das ist praktisch der Teaser hier. Aber ich glaube, das geht besser. Mittlerweile sind es sonst so viele Videos und man verliert die Übersicht. Ich freue mich, wenn ihr euch freut, dass ihr es verstanden habt. Es gibt wirklich kaum was Schöneres, als sich darüber zu freuen, selber den Weg gegangen zu sein. Des Verstehens. Na denn, viel Freude.